Servus und herzlich willkommen bei MG Barbecue. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Falls dir das Video gefällt, die ganze Länge, dann lass doch ein Däumchen da oder du kannst es abonnieren. Einfach unten abonnieren klicken, dann verpasst du kein Video. Aber jetzt würde ich sagen, jetzt kommen wir zum Gericht. Was machen wir? Ihr kennt Burger King, kennen die meisten McDonald's genauso, aber wir haben eine Chili Cheese Soße gemacht und die haben wir nicht ohne Grund gemacht, weil wir gesagt haben, wir zeigen im Burger King mal richtig, wie ein Chili Cheeseburger geht. Weil das, was der da fabriziert und uns verkauft für 2,49 Euro, ist ein Witz. Ich würde sagen, hier haben wir, ihr habt extra einen gekauft und Zutaten. Hier drin ist unser Chili Cheeseburger von Burger King. Hier haben wir Rinderhackfleisch. Hier haben wir Bacon. Ich weiß, da ist kein Bacon drauf, aber wir wollen den ja einen geil machen. Drum kommt Bacon mit drauf. Hier haben wir Brioche Buns. Bisschen andere Form, Farbe, aber egal, glaubt mir, die schmecken geil dazu. Und unsere selber gemachte Chili Cheese Soße. Wer die nicht kennt, gibt es hier einen Link oder unten in der Infobox. Aber glaubt mir, die ist ein Traum. It's easy ist im Start. Warum? Wir müssen die Chili Cheese Soße noch warm machen. Die haben wir nämlich im Kühlschrank gehabt. Ich würde jetzt aber sagen, wir wiegen das Teil. Dann stelle ich hier mal ein bisschen um, dass der Gordon nämlich nicht so weit gucken muss. Bin ja gut zu ihm. Und jetzt machen wir es raus. Da ist ja nicht viel drin. Ich weiß, der ist jetzt nicht mehr warm, weil den haben wir jetzt schon eine Weile. Und jetzt schauen wir mal. Insgesamt hat er 101 Gramm mit Verpackung. Jetzt machen wir den mal weg, dann wird es auch ganz schnell weniger. Ui. Jetzt haben wir noch 99 Gramm. Also, ich weiß ja nicht. Und jetzt klappen wir das Ganze dann mal auf. Und ich habe gerade gesehen, da sind Jalapenos nicht da. Und da stelle ich das Glas Jalapenos gleich mal hier aufs Brett, weil das kommt natürlich auch drauf, das haben wir nicht vorbereitet. Guckt euch das an. Hier sind 3 Jalapenos drauf. Das war's in Ringe. Bisschen Soße und hier ein mickriges Patty plus ein Ding. Sollen wir das Patty mal wiegen? Unten ist auch Klecksoße. Ja, Klecksoße, aber wirklich nicht viel. Jetzt machen wir das Ding nochmal drauf. Wir haben 31 Gramm. Das ist ein Witz, ich bin jetzt ganz ehrlich. Die kaufen das Zeug tonnenweise ein, da können sie es einfach schwerer machen. Und was ich immer total schlimm finde, wenn der Patty, ja, der geht sogar noch. Also es gibt manche Restaurants, da ist er viel kleiner wie der Bun. Und guckt euch das an. Ich würde jetzt auch mal sagen, brauchen wir jetzt nicht lange schnacken. Das stellen wir jetzt immer auf Seite. Und jetzt machen wir es dann geil. Wir machen 2 Stück. Hier haben wir 400 Gramm Hackfleisch. Das heißt, wir machen 200 Gramm pro Patty. Ich habe schon ein bisschen Hackfleisch gegessen, aber es gibt keine 200 Gramm mehr. 180 habe ich gut gemacht. Aber wir würzen das Ganze natürlich auch noch. Wenn das so weitergeht, nehme ich alles von da. Hier haben wir 180 Gramm. Jetzt gucken wir mal, wie viel wir hier haben. Das ist ganz schön wenig, was wir hier brauchen. Ja. Ah, jetzt ist gut. Also hat ungefähr jeder Patty 180 Gramm, oder? So machen wir das. Und jetzt müssen wir die ganzen ja noch würzen. Jetzt stellen wir das alles mal ein bisschen zur Seite. Der Gasgrill läuft schon auf Hochtouren, weil den brauchen wir ja nach. Meine Stimme hat gerade ein bisschen den Geist aufgeben. Und jetzt werden wir das würzen. Jetzt würzen wir halt jeden extra. Dann nehmen wir ein bisschen Salz und Pfeffer. Mehr machen wir da auch gar nicht, weil dieser Burger lebt von dieser geilen Soße. Hier das gleiche. Bisschen Pfeffer und Salz. So, und jetzt kneten wir es einfach durch. So, hier haben wir jetzt 2 Stück. Jetzt machen wir natürlich auch noch schöne Patties draus. Eine schöne Form. Das heißt, wir tätschen die mit der Hand ein bisschen, so wie wir die brauchen. Wir wollen ja Fleischgrundlage, oder? Wollen wir? Und jetzt guck mal, hier haben wir eine Brioche-Bun. Von der Größe passt. Ihr müsst natürlich immer rechnen, zieht sie ein bisschen zusammen. Also machen wir es ein bisschen größer. Und eine Kuhle in die Mitte rein, dass es nicht mehr zusammenzieht. Nicht mehr so stark zusammenzieht. Dann nimmt er einen Holzlöffel und macht jetzt einfach eine Kuhle rein. So, der erste ist fertig. Dann machen wir jetzt die zweite. Weil auf einem Bein steht sich scheiße. Jetzt kommt das nächste. Jetzt machen wir hier das Gasgrill. Den haben wir auf Volldampf. Packen wir unsere Burger Patties drauf. Hier drauf. Beide. Geil. Machen den Deckel erstmal zu und lassen die von beiden Seiten schön braten. Grillen. Nichts braten. Braten machen wir nicht. Wir grillen heute. Und jetzt würde ich sagen, drehen wir sie. Zack.
Boah, geil. So wollen wir sie haben. Guckt, und relativ wenig zusammenzogen. Bin mal gespannt. Jetzt lassen wir sie auf der anderen Seite 3 Minuten und dann sind wir schon in die Zielgeraden. Und jetzt guckt euch an, hier haben wir noch ein paar Scheiben Bacon. Die packen wir natürlich jetzt auch drauf, weil die wollen wir richtig anrösten. Dann machen wir jetzt mal hier auf und Bacon drauf. Jetzt sind wir soweit. Unsere Chili Cheese Soße haben wir warm gemacht. Jetzt haben wir aber noch hier unsere Burger Buns. Die machen wir natürlich nur warm. Die tun wir jetzt einfach noch ein bisschen hier an die Seite. Und jetzt machen wir den Deckel aber nicht mehr zu. Warum? Weil sonst verbrennen die uns relativ schnell. Hier haben wir den Bacon. Der darf jetzt noch ein bisschen abkühlen. Genau, dann machen wir hier schon mal ein paar Jalapenos raus. Die brauchen wir nämlich. Dann sind die soweit. Dann tun wir sie mal hier runter. Jetzt fangen wir an mit, kommst du hierher? Ja, aber dann mach jetzt doch mal, geh doch du mal davor. Ja, mach. Mal her. Ja, dann machen wir die Soße jetzt auch mal erst hier weg, weil sonst können wir nicht gescheit filmen. Gehen wir hierher. Und jetzt tun wir unten eine Kleck Soße rein. Warum? Weil das war beim Ding auch so. Dann holen wir der Patty runter. Packen den drauf und ihr guckt, die Größe ist perfekt. Das gleiche hier an. Jetzt kommt oben auch noch mal ein bisschen Soße drauf. Das ist richtig schön runterlaufen. Dann packen wir ein paar Scheiben Bacon drauf. Jalapenos wollen wir auch, weil Chili Cheese. Jetzt würde ich sagen, Deckel drauf und anschauen. Guckt euch das mal an, oder? Chili Cheese von MG Barbecue. Chili Cheese vom Burger King. Und jetzt könnt ihr euch raussuchen, welchen Chili Cheese ihr nachmachen wollt. Diese Soße ist total einfach gemacht. Hier gibt es einen Link, wie gesagt, oder unten. Und den könnt ihr für 2,49 € kaufen. Naja. Ihr entscheidet, aber ich würde jetzt sagen, der Gordon kommt jetzt vor die Kamera und dann probier mal. Wir haben noch 6 Minuten. Mhm. Okay. Oh, für die Bilder haben wir es gedreht. Ich würde jetzt aber sagen, gibst du mir mal gerade das Messer. Mach ich doch gern. Jawohl. Mach mal den Mikro. Ah, das ist auch schon an. Habe ich gerade angemacht, ja. Und jetzt schneiden wir uns den Chili Cheese vom Burger King mal durch. Man muss dazu sagen, der ist jetzt auch kalt, also gehen wir jetzt nicht vom Ding aus. Dass er jetzt mega schmeckt. Da ist jetzt wirklich nicht viel drin. Leichte Schärfe, kommt durch, ist gut. Also die Creme ist gut. Mhm. Mhm. Da kann man nichts sagen. Mhm. Mhm. Aber, mach auch mal einen Schnitt, oder? Ja. Und hier, komm mal, das Patty richtig schön durch. Wer es natürlich mehr rosa haben möchte, dann soll es machen. Schön fluffig und jetzt würde ich sagen, wir beißen rein. Mhm. Welchen? Also hier, oh. Ganz ehrlich, also hier zähle ich wirklich auf die Kopie. Mhm. Hat mit dem Original im Prinzip gar nichts mehr zu tun. Oh, geil. Sehr, sehr geil. Geil. Mhm. Was hier, die Soße, die ist so brachial. Ich glaub, die ist geiler wie die. Ohne Witz, mach die mal nach. Mach den Chili Cheese und das Ding ist ja relativ schnell gemacht. Wer scharf, obwohl ich Jalapenos nicht scharf finde, also die sind, die haben so leichte Schärfe. Mhm. Manche stehen ja nicht drauf, macht da weniger drauf. Gar kein Problem. Aber allein der Geschmack, mir geil. Mhm. Eins haben wir vergessen. Wir hatten vorhin 99 Gramm beim Burger King. Mhm. Ich meine, klar, wir sind jetzt schon mal drüber mit dem Patty allein. 266 Gramm. Mhm. Ja? Geil. Und ganz ehrlich, so viel mehr haben die zwei Burger nicht gekostet. Vielleicht sogar ein bisschen weniger. Na, nicht ganz, aber
Aber viel mehr haben die nicht gekostet. Und du kriegst zwei mächtige Burger oder einen kleinen. Also, und schmeckt super. Wir finden auch, das Ergebnis ist sehr, sehr gut geworden. Wir haben jetzt hier noch Bacon drauf gemacht. Kannst du natürlich weglassen. Wenn du sagst, okay, ich möchte ihn so original wie möglich nachmachen. Uns hat es gerade irgendwie voll angemacht. Haben wir gesagt, dann machen wir noch Bacon drauf. Und auf jeden Fall, du hast gesehen, total einfach zu machen. Chili-Cheese-Soße, mega einfach. Hier oben nochmal für dich verlinkt, unter dem Video auch. Musst unbedingt nachmachen und dann baust du dir einen richtig, richtig geilen Burger. So einfach geht's, so schnell geht's. Und wir bedanken uns für deinen Support. Der Manu hat es vorhin schon gesagt, Daumen hoch und ein Abo dalassen. Falls du es noch nicht getan hast, wird uns total freuen. Und natürlich einen Kommentar, wie dir das Video gefallen hat. Wir bedanken uns und wir sind raus und wir sehen uns wieder. Das nächste Mal, wenn es wieder heißt MG Barbecue. Ohne Witz. Ist der geil. Ohne Witz. Eines der geilsten Burger, was mal die letzte Zeit hergeht. Zimmern haben. Und wir haben geile Burger gemacht. Aber das ist mir egal. Gell? Allein die Soße.